Meine Freundin sagt total oft zu mir so, ja, eigentlich solltest du mal auf so ein Klassentreffen gehen und solltest denen mal sagen, dass du in deinem Leben halt schon über 1 Million Euro verdient hast. Jetzt nicht im Monat oder so, sondern halt, sagen wir mal, insgesamt. Hey, ich habe jetzt hier den legendären Sam Feuerstein bei mir. Ein guter alter Freund, der mir damals sogar meine erste Webseite gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Das kann gut sein. Ja. Und ey, Männer, ihr wisst, meine Message ist immer die, wenn ihr als Mann die Frau wollt, die ihr wirklich in eurem Leben haben möchtet, dann müsst ihr einfach Eier haben, dann müsst ihr auf die Frauen zugehen. Und eine Sache, die man bei Sam nicht leugnen kann, ist, er ist nicht der Größte. Du bist jetzt, wie groß? 1,58, glaube ich. 1,58, ne? Und ich seh das immer wieder als Kommentar unter meinen Videos, wie Leute einfach sagen so, ey, wenn das klappt vielleicht, wenn du groß bist, oder du kannst halt Frauen kriegen, wenn du groß bist, oder du kannst Frauen kriegen, wenn du irgendwie 1,80 bist. Ich bin zu klein mit meinen 1,65. Und ich kann das halt nie aushebeln, weil ich bin 1,72. Und deswegen ist das mega geil, dass ich einfach mal dich hier habe. Und ich würde dir einfach mal kurz das Mikrofon geben. Und zwar folgendes. Du hast ja früher auch nicht wirklich so viel Erfolg gehabt mit den Mails. Und ich wollte mit dir einfach mal drüber reden. Wie kamst du dazu? Und was kannst du diesen Strolchen sagen, die sagen so, ich bin zu klein mit meinen 1,70 oder ich bin zu klein mit meinen 1,65, um eine Frau zu kriegen? So, was ist deine Antwort darauf? Weil ich weiß halt einfach, dein Frauenerfolg ist jetzt nicht ohne. Und mittlerweile bist du ja auch mit deiner Lady happy und bist mit ihr dabei, um die Welt zu reisen. Und ja, ich wollte einfach gerne mal deinen Take dazu haben, für diese Strolche da draußen. Ja, also meine größte Erfahrung ist eigentlich, und das bezieht sich auf alles im Leben, also egal, ob du jetzt ein Problem damit hast, dass du denkst, du bist klein, oder du denkst, du hast nicht genug Geld, oder du denkst, dass du, keine Ahnung, keine Haare hast oder so. Für die meisten Menschen, also ich glaube wirklich, für 99% oder 98% der Menschen ist das erst ein Problem, wenn es für dich ein Problem ist. Es gibt halt immer noch so irgendwie 1-2% Menschen, bei denen ist das, die finden das halt scheißegal, wie du das findest. Aber ich finde, was halt total wichtig ist, ist, mir gefällt nicht jede Frau, die da draußen rumläuft. Und entsprechend ist es eh klar, dass auch nicht jede Frau mich geil findet. Sondern ich glaube, die Kunst ist einfach, dass man die Schnittmenge trifft. Also dass einfach von den Frauen, die für mich interessant sind, und den Frauen, die ich interessant finde, nein, die, ja, wie auch immer, so, da ist irgendwie eine Schnittmenge zwischen. Und die möchte ich haben. Also so, weil denen, die du interessant findest, und die dich. Genau, genau. Das meinte ich. Ne? Also da ist ja irgendwie zwischen diesen beiden Kreisen ist halt eine Schnittmenge. Und auf die kommt es ja irgendwie an. So. Und ich kann ja natürlich, egal wie du aussiehst, du kannst 1,85 groß sein, braun gebrannt, super symmetrisches Gesicht, erfolgreich, whatever, sprich 100 Frauen auf der Straße an, irgendeine wird auch dabei sein, die dich nicht will. Ja. Und von den 99, die dich wollen, waren dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, je nachdem, was für Ansprüche du hast, vielleicht auch 85, die du nicht willst. Und es kommt halt wirklich auf die an, wo es halt von beiden Seiten passt. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt bei den meisten Sachen, wie gesagt, es kommt viel mehr darauf an, ob ich das selber als Problem sehe oder nicht. Wenn ich das nicht thematisiere und das nicht ausstrahle, dann ist es für viele Leute kein Problem. Und ich habe halt auch bei vielen anderen Sachen, also ich hatte andere Limited Beliefs, also andere negative Glaubenssätze auch in meinem Leben, aus denen ich mir früher irgendwie ein total großes Ding gemacht habe. Sei das mit Frauen, sei das mit Geschäftspartnern, sei das einfach mit Menschen, die man irgendwie kennenlernt, die man in seinem Social Circle drin haben will. Und wenn ich mir halt vorher so einen Kopfweg gegeben habe und mir gedacht habe so, ey, das ist das Problem, deswegen bin ich nicht gut genug, dann ist es in Erfüllung gegangen. Und wenn es aber oft so war, dass ich einfach so ausgestrahlt habe, so, ja, I don't care, dann haben die meisten Leute, weil die meisten Leute laufen eigentlich durch die Welt wie Zombies oder wie Schafe. So, die haben eh keine eigene Meinung. Die warten darauf, dass jemand ihnen sagt, was sie denken sollen oder was sie tun sollen. Und wenn du halt derjenige bist, der so von vornherein sagt, so, oh, ich weiß, ich sehe jetzt nicht aus wie George Clooney oder wie Brad Pitt oder so, aber würdest du mir deine Nummer geben, so, dann taucht bei denen dieser Gedanke erst auf. Aber wenn du halt ausstrahlst, so, ja, hey, ich finde dich cool, ich will dich kennenlernen, und dabei ausstrahlst, so, ja, andere Menschen finden mich auch cool, für mich ist es ganz normal, Frauen auf der Straße anzusprechen, ihre Nummer zu bekommen, dann kommt bei denen dieser Gedanke gar nicht auf, sondern kommt der Gedanke auf, so, why not? Ja, absolut. Du hast ja auch vorhin was Interessantes gesagt, und zwar, wie du überhaupt zu dieser ganzen, ich sag mal, Pickup-Geschichte gekommen bist. Ne? Ich meine, im Endeffekt, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich glaube auch schon so sieben Jahre. Lina hat mich gestern gefragt, ich glaube, es sind 7,5 Jahre oder so. Ja, witzigerweise ja auch so. Ich glaube, du hattest mich irgendwie einfach online mal angeschrieben und gesagt, yo, Alter, hier, deine Webseite ist scheiße, wollen wir da nicht so was ähnlich ändern? Irgendwie so in der Art. Ja. Ne? Das heißt also,
Er hat mich einfach auch angesprochen und hat sich gedacht, mit dem Dude würde ich gerne mal ein bisschen Kontakt haben, und es hat sich eine gute Freundschaft daraus entwickelt. Und, aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, du hast was Interessantes gesagt, und zwar, wie du eben dazu gekommen bist, auch wenn wir das beide jetzt mittlerweile einfach als in diesen 7 Jahren, ja, hat sich ja vieles getan. Bei mir war es früher auch wirklich komplett dieses Pickup, wie manipuliere ich Frauen, um irgendwie, damit die mit mir vögeln. Weil das war halt so dieser generelle Tonus da draußen in den Büchern, das war das, was gecoacht wurde, was weitergegeben wurde, so. Und ich dachte halt auch einfach, ich war ein bisschen naiv. Für mich war das immer so, was in Büchern gestanden, was in Büchern gestanden ist, das war so die absolute Wahrheit, weil ich Bücher nur aus der Schule kannte. Und dann habe ich das halt so gelesen und 1 zu 1 übernommen, und später wurde das dann mehr zu Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Da hat man ja dann gemerkt, okay, das, was ich tue, um mehr Frauen zu kriegen, macht mich eigentlich zu einem besseren Menschen. Und ich fand die Story einfach sehr, sehr interessant, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Willst du darüber vielleicht mal ein bisschen, ja, was erzählen? Ja, auf jeden Fall. Lass mich vorher ganz kurz sagen. By the way, am besten, du hebst das Mikro immer hier unten, weil ansonsten wird es wahrscheinlich zu laut sein. Ja? Ich lerne noch richtig was. Du klickst das hier. Ja, das versuchen wir mal. Ich bin nicht multitaskingfähig. Das Einzige, was ich tun kann, während ich andere Dinge tue, ist darüber zu reden, dass ich nicht multitaskingfähig bin. So, jetzt. Ja, das Ding ist einfach, ganz kurz zu diesem Thema Pickup Persönlichkeitsentwicklung. Wie du schon gesagt hast, wir sind halt früher da reingekommen, es war eine andere Zeit. Ich habe Pickup entdeckt, das war 2009, das ist jetzt fast 10 Jahre her. Und du bist, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher reingerutscht. Ja, so 11 Jahre. Ja. Und reingerutscht in die Sekte. Ja, in die Frauen. Ja, aber es war halt, am Anfang waren es halt Strategien. Und man denkt sich so, okay, cool, das ist ein Werkzeugkasten, das ist ein Zauberkoffer, aus dem du halt irgendwas rausholst. Und später kommt dann halt so diese Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und vielfach fragt man sich dann so, brauche ich überhaupt Persönlichkeitsentwicklung für Pickup? Und ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, brauchst du unbedingt. Denn die Antwort ist, es laufen so viele Arschlöcher da draußen rum, die haben Erfolg bei Frauen. Aber das heißt nicht, dass sie glücklich sind. Und das heißt vor allem auch nicht, dass sie diesen Erfolg nicht besser haben könnten, wenn sie sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen würden. Denn wenn du dich mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzt, dann lernst du Methoden, um dich selbst zu verbessern. Und du kannst natürlich, wenn du einfach, du bist hier und du fängst halt an, irgendwie nur manipulative Strategien zu benutzen, dann wirst du auch besser werden, einfach weil die Strategien, das lässt sich nicht wegreden, die Strategien funktionieren ja. Aber, ich meine, das sehen wir in der Geschichte der Menschen immer wieder so. Hitler hat auch nicht 1 Million Menschen dazu gebracht oder mehrere Millionen Menschen dazu gebracht, ihm zu folgen, weil er so ein guter Mensch war. Also wahrscheinlich nicht. Aber naja, worauf ich hinaus will ist, wenn du dich aber mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann wirst du Erfolge viel schneller haben. Weil dann lernst du einfach mal, dein Ego auszuschalten und dich wirklich darauf zu konzentrieren, was möchte ich überhaupt? Ist es überhaupt das, was ich will, dass ich jetzt einfach nur irgendwie heute 10 Frauen anspreche? Ist es das, was ich will, dass ich irgendwie jede Woche einen neuen Same-Night-Lay habe oder einen neuen One-Night-Stand habe oder so? Oder ist es halt, oder möchte ich einfach auf ganzer Linie besser werden? Und ich glaube, dann kommst du um Persönlichkeitsentwicklung nicht herum und es macht auch einfach viel mehr Spaß. Das ist auch einfach viel erfüllender. Aber wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine total coole Geschichte, weil das sehr viel über mein Mindset und über meine Persönlichkeit aussagt. Und zwar war es bei mir so, ich war in der Schule, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Und ich war ziemlich schlecht in der Schule. Also ich bin 2-mal von der Schule geflogen, ich bin 2-mal sitzen geblieben. Und bei mir hat sich extrem früh abgezeichnet, dass ich anders bin, dass ich anders denke als andere Menschen. Ich weiß noch ganz genau, es war, ich glaube, in der 1. Klasse oder sowas, da hatten wir so eine Textaufgabe. Lisa ist 7 Jahre alt und da musstest du halt beantworten. Wie alt war sie vor 2 Jahren? Wie alt war sie vor 5 Jahren? Wie alt war sie vor 7 Jahren? So, alle Kinder schreiben 5, 2, 0. So, und ich habe halt 5, 2 und dann habe ich da gesessen und habe überlegt. Und dann habe ich irgendwann nur da reingeschrieben, Monate. Und für mich in dem Moment war es halt einfach so, dass ich gedacht habe, so, das geht doch gar nicht. Wenn ich jetzt von diesen 7 Jahren 7 abziehe, so, dann ist sie ist ja nicht in dieser Sekunde geboren. Sie hat ja dann schon eine gewisse Zeit auf der Welt gelebt, aber hatte nur noch nicht ihren ersten Geburtstag. Also eigentlich kleiner als 1 oder kleiner als, ne? Und ich weiß noch, dass einfach alle, wir hatten so Tische, so Gruppentische, wo irgendwie 6 Leute saßen und alle haben über mich gelacht und dann kam die Lehrerin noch und hat dann das so durchgestrichen und gesagt, da muss 0 stehen, 7 minus 7 ist 0 und die ganze Klasse hat darüber gelacht und ich habe halt so für mich mitgenommen, so, boah, das ist was nicht in Ordnung mit mir. Da stimmt irgendwas nicht. Und das war eine Odyssee, die hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Also durch 15 Jahre Schule. Ich war 21, als ich mit der Schule fertig war. Das ist schon krass irgendwie. Took some time. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Nee, aber ich weiß noch ganz genau. Und das ist eigentlich so eine der Schlüsselerlebnisse in meinem Leben gewesen. Ich war, glaube ich, in der 12. Klasse.
Und die Lehrerin hat Mathe. Die Lehrerin hat halt uns allen unsere Noten gesagt fürs Halbjahreszeugnis. Und beziehungsweise sie hat die auf Zettel geschrieben. Und dann hat sie einen Zettel genommen, hat eine 6 draufgeschrieben, den umgedreht auf meinen Platz gelegt, hat mich angeguckt und hat gesagt, jetzt können Sie sich mal überlegen, was Sie überhaupt noch mit Ihrem Leben anfangen wollen. Und bis heute, wenn ich diesen Satz ausspreche, trifft mich das. Weil das in dem Moment war halt diese Botschaft dahinter so, du kannst jetzt auch einen Strick nehmen. So, und jetzt so, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Alter, was ist los mit euch? Das war nur, ich bin sitzen geblieben deswegen, die Welt ist nicht untergegangen. Aber in dem Moment war halt, das hat es nochmal so richtig befeuert. Ich war sowieso schon so unglücklich und ich hatte so sehr das Gefühl, dass ich nicht dahin gehöre. Und das hat es noch befeuert. Aber das Ding ist, ich hätte halt, es gab halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, wie man darauf reagieren kann. Und ich hatte nicht die geistige Reife, um zu sagen, so jetzt ist recht. Jetzt setze ich mich hin, jetzt lerne ich, jetzt zeige ich euch, dass ihr Unrecht hattet, sondern ich habe Scheiße gemacht. Beziehungsweise ich habe halt, erstmal habe ich angefangen zu arbeiten, das ist aus heutiger Sicht auch nicht so cool. Nein, Spaß. Ich vermeide ja Arbeit inzwischen. Aber damals, ich habe halt sehr früh angefangen zu arbeiten. Ich habe mit 13 irgendwie angefangen, Sachen im Internet zu programmieren, die auf eBay zu verkaufen und solche Sachen und habe dann darüber meine ganze Bestätigung bekommen. Mhm. Und das ist halt ein sehr ungesundes, heute kann ich sagen, ein sehr ungesundes Gleichgewicht gewesen, weil ich war halt vormittags, das war so ein bisschen wie tagsüber Nonne, nachts Domina. Und ich war vormittags in der Schule. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur zu hören bekommen, so ja, und aus dir wird nichts und du lebst später von unserem Hartz IV und von allen Seiten, weil es entsteht ja so eine Gruppendynamik dann. Und ich weiß noch, dass ich von dem ersten Tag in der 13. Stufe, vom ersten Tag nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien, hat mich meine Stufenleiterin jeden Tag aus dem Unterricht geholt, um mir vor der Tür zu erzählen, dass ich einfach die Schule abbrechen soll, weil aus mir sowieso nichts wird. Krass. Ja. Und das Ding ist aber, worauf ich hinaus will, ist, ich habe mich halt voll da reingesteigert, einfach dann nachts extrem viel zu arbeiten. Ich habe ich hab erst programmiert und sowas, dann habe ich für irgendwelche Nachtclubs bei uns Flyer designs und Plakate und Speisekarten für so Bars und Lounges und Diskotheken. Und dann habe ich meine eigenen Partys organisiert und so, und bin nur noch in die Schule gegangen, um die Karten zu verticken. bin dann nochmal sitzen geblieben, weil ich nicht da war. Egal. Aber das Ding ist, und dann habe ich aber das allererste Mal, und das ist so ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen, ich habe das allererste Mal diese Macht gespürt, so hey, das macht einen Unterschied, was ich tue. Es ist nicht random, weil davor in der Schule habe ich das immer so wahrgenommen, es wird eh gewürfelt. Mhm. Oder ich hatte so das Gefühl, so ja komm, der hat einfach gute Noten, weil der ist ein Lehrerkind und Lehrerkinder kriegen immer gute Noten. Also so eine Rationalisierung war dahinter. Und ich habe mir dann gedacht, so ja komm, sie hat jetzt nur eine 1 gekriegt, irgendwie weil der Lehrer auf sie steht. Mhm. Oder sowas. Und da habe ich aber das allererste Mal, weil ich war halt vorher voll in diesem Mindset einfach drin, dass ich die Fehler nicht bei mir gesucht habe. Du warst in einem Opfer-Mindset drin. Genau, richtig. Quasi ich, das arme Opfer, mit mir wird immer alles gemacht. So ähnlich. Ich kann nichts tun. Genau, ich habe halt, genau, also noch nicht so mit genau mir. Genau das Gleiche, by the way, ja. Genau das Gleiche, by the way, beim Ansprechen von Frauen, ich rede jetzt einfach mal näher an dir dran, ja. Genau das Gleiche, by the way, beim Ansprechen von Frauen. Ne? Ich treffe das so oft bei meinen Klienten, dass sie am Anfang zu mir sagen, ja, Matteo, weißt du, es ist halt einfach so, die Frauen wollen mich nicht und es wird nie der Fehler bei sich selbst gesucht. Ja? Es wird nie hinterfragt, sag mal, wie sprichst du sie an? Auf was für eine Art und Weise trittst du auf? Wie kleidest du dich? Passt du auch zu der Zielgruppe, die du hast? Ja? Sprichst du mit 45 immer noch 18-Jährige an und erwartest, dass das funktioniert? Ja? Das sind halt einfach solche Geschichten. Ja. Erst in dem Moment, wo man wirklich sich selber die Verantwortung dafür gibt und selber die Schuld bei sich sucht, hat man die Möglichkeit, auch die Dinge zu verändern. Ja, und du hast halt wirklich auf die meisten Dinge im Leben hast du Einfluss. Und natürlich nicht auf alles. So, ich meine, natürlich, du kannst halt Pech haben. Vielleicht hast du irgendeine schwere Krankheit und stirbst mit Anfang 20 oder sowas. Oder du gehst aus dem Haus raus und dir fällt ein Dachziegel auf den Kopf. Da kannst du halt nicht sagen, so, ja, meine Verantwortung. Ne? Aber, also klar, du bist halt selber noch aus dem Haus rausgegangen, aber irgendwo ist halt auch mal gut. Aber ich sag mal, das ist halt wirklich nur so die Spitze der Pyramide. Alles darunter, da kannst du erstmal überlegen, so hey, wieso ist das passiert? Warum habe ich mich denn dazu entschieden? Und ich habe mich ja auch dazu entschieden, in dieser Situation zu bleiben. Ich hätte ja auch die Schule abbrechen können. Ich hätte ja auch was anderes machen können. Aber ich habe mich klar dazu entschieden. Aber ich habe halt trotzdem immer wieder diese Rationalisierung gesagt, dass ich so gedacht habe, so ey, nee, es liegt nicht da, die mögen mich einfach nicht. Mhm. Die mögen mich nicht, weil ich irgendwie anders bin. Oder dass ich auch ganz oft gedacht habe, irgendwie, ja, das war noch davor. Also da war ich dann irgendwie so in der 5., 6., 7. Klasse oder so. Und da bin ich halt schon viel angestoßen, weil ich bin immer ein Typ gewesen, der sehr kompliziert gedacht hat. Und dann habe ich das auch einfach für mich rationalisiert und habe gesagt, so, ja, die anderen finden mich nicht so cool, weil ich nicht rauchen will. So, ja, so irgendwie. Oder weil ich zu schlau bin für die oder sowas. Und heute sehe ich das vollkommen anders. Heute denke ich mir so, ja, Alter, du hattest doch eine Wahl. Ne?
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich dann irgendwann bin ich in diese Social Engineering-Ecke reingegangen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so ein bisschen wie Pickup. Das ist einfach diese Überlegung so, hey, ich kann Menschen beeinflussen durch Techniken. Und ich habe das erste Mal, also beziehungsweise jetzt, als ich gearbeitet habe und so, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, so, hey, wir ernten, was wir sehen. Wenn ich was mache, habe ich einen Output dadurch. Und davor habe ich halt die ganze Zeit gedacht, das ist eh random. So. Es ist egal, ob ich jetzt in der Klausur das schreibe oder das schreibe. Es wird eh am Ende gewürfelt, ob ich jetzt eine 1 kriege oder eine 6. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, hey, du hast einen Einfluss darauf. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich Macht gespürt habe. Und dann habe ich halt mich sehr viel damit beschäftigt. Also wie kann ich Menschen beeinflussen, wie kann ich irgendwas anderes machen. Weil ich dann so gemerkt habe, so, wow, cool. Das ist eine vollkommen andere Welt für mich gewesen. Weil ich bin in einer Erziehung aufgewachsen und ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf 99% von euch zu. Mir ist immer gesagt worden so, ja, wenn du Klavier spielen lernen möchtest, dann kauf dir ein Buch über Klavierspielen oder nimm einen Lehrer. Wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, geh zur VHS oder kauf dir eine Audio-CD darüber. Wenn du besser Fußball werden möchtest, dann nimm dir einen Fußballtrainer. Was? Du möchtest besser darin werden, mit Menschen umzugehen oder besser bei Frauen ankommen? Das geht nicht. So, weißt du, so dieses, ja. Das ist so mega paranoid und dumm einfach, dass uns immer die ganze Zeit gesagt wird, so, ja, wenn du das besser machen willst, dann nimm einen Lehrer. Aber wie, Moment, wie, du wunderst dich, dass andere Leute dich nicht mögen? Also, nee, das ist angeboren. Also, ja. Ne, oder das ist auch so von den Eltern dann oft, ich war jetzt nicht super unbeliebt oder so, ne, aber ich hatte halt, natürlich, jeder hat ja Situationen, wo er halt sagt, so, ey, warum mögen die mich nicht? Und oft ist das ja so, wir mögen irgendwie andere Leute und dann sind wir so mega pushy. Und denken uns so, oh, ich bin doch so nett zu denen und so, warum kommt nichts zurück? So, warum behandeln andere Leute Menschen wie Arschlöcher und die haben Erfolg damit? Und anstatt das halt wirklich ganz rational zu hinterfragen, warum ist das so? Erzählst du das vielleicht zu Hause in deiner Familie und das, was deine Mama dann zu dir sagt, ist so, ja, aber die haben halt keine echten Freunde. Oder du rationalisierst das irgendwann auch für dich selbst. Du sagst dann halt so, ja, die sind so beliebt und so, aber die sind alle so arrogant und eingebildet, so will ich gar nicht sein. Also so dieser, der Fuchs und die Trauben. Diese das ist wie dieses, ja, aber weißt du, Geld macht doch auch nicht glücklich. Genau. Ja, wenn dann jemand wirklich finanziellen Erfolg hat, so, dann so, der ist bestimmt auch nicht glücklich. Weißt ja, du? Aber vielleicht ist er auch glücklich wegen was anderem und nicht wegen seinem Geld. Ja. Ja, vielleicht verdient er auch Geld, weil er glücklich ist. Und ja, das ist ja so. Vielleicht ist er einfach nur besser als derjenige, der diesen Schwachsinn von sich gibt. Ja. Hat sich mehr den Arsch aufgerissen, ja. Hat sich mehr Mühe gegeben, hat mehr erreicht, ist gleichzeitig auch noch glücklich, weil er auf sich achtet. Ja. Und es ist einfach nur eine Rationalisierung und eine Rechtfertigung der eigenen Position. Ja, ja, und lange Zeit so. Es ist halt auch so, man vergleicht da Äpfel mit Birnen. Weil wenn du sagst irgendwie, ja, ich verdiene viel Geld, jetzt als Beispiel, nicht, dass ich das tun würde, aber wenn du das sagst und jemand sagt dann zu dir, so, ja, aber Geld macht auch nicht glücklich. Dann denkst du dir so, ja, du vergleichst doch jetzt hier Äpfel mit Birnen. Ich habe gesagt, dass ich viel Geld verdiene, nicht, dass ich deswegen glücklich bin. Mhm. So, das ist doch, ich habe nicht gesagt, dass ich glücklich bin, aber sich in einem Strandhaus zu erhängen, ist besser als in einer Einzimmerbude, finde ich jetzt. Ne? Aber das ist jetzt so, by the way, das gehört ja eigentlich nicht hin. Ja. Nee, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich halt wirklich gemerkt habe, so, wow, cool, ich kann Dinge beeinflussen. Mhm. Und das ist halt ein unheimlich mächtige Erkenntnis gewesen. So, ich kann Dinge anders machen, kriege ein anderes Ergebnis. Und in dem Moment nimmst du dein Leben in die Hand. Und was für mich einfach der allergrößte Trigger ist, ist, ich liebe es, Dinge zu tun, von denen andere Menschen sagen, dass es nicht geht. Und das war auch bei Pickup für mich ein größerer Trigger. Also für mich war es auch cool, mir vorzustellen, so, ja, guck mal, du kannst halt tolle Frauen kennenlernen. Aber noch geiler war für mich so dieses, mir vorzustellen, die Gesichter der anderen. So dieses so, wenn irgendwie jetzt jemand, so Normal Joe, ja, ankommst, hast eine Frau an deiner Seite oder mehrere Frauen bei dir dabei und die denken sich einfach nur so, was? Wie geht das? Ja, oder dass halt so Normal Joe da steht und er sagt, nein, das geht nicht. Mit 1,58 kann man keine heiße Frau kennenlernen. Ich hatte Frauen in meinem, ich war mit einer Frau zusammen, die war 1,80. Und andere Leute erzählen mir irgendwie so, ich bin 1,79, ich kann doch jetzt keine Frau ansprechen, die 1,60 ist oder so. So viele Kommentare von so vielen Opfern unter meinen Videos, die einfach immer noch in diesem Opferdenken drin sind. Ja, ich meine, das Opfer noch nicht mal abwertend, obwohl es eigentlich... Ja, das ist ganz neutral, ganz neutral. Ein Opfer ist jemand, der von den Umständen herumgeschubst wird. Ja, beziehungsweise, also, ich meine, einen Punkt meine ich schon abwertend, und zwar, wer sich selber in eine Opferrolle reinbegibt, ist auch selber schuld. Ja. Und ich sage das aber deswegen, weil ich dabei über mich selber spreche, über mich selbst früher. Und daher nehme ich mir das Recht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich kann das aber nicht, weil... dass ich dann sage, nein, du bist einfach nur ein Opfer. Ja. Ja. Und das nicht mal im Bösen, sondern einfach nur, um ihn aufzuwecken. So, um wirklich dafür zu sorgen, so, ey, was laberst du hier für eine Scheiße? Was gibst du denn da für einen Müll von dir?
Laber, was, wenn, dann behalt's wenigstens für dich und sorg nicht noch dafür, dass andere deinen Scheiß glauben und dann deswegen selber nicht versuchen, irgendwie auf die Reise zu gehen. Ich meine, natürlich, einerseits kann man die Schuld dann auch wieder bei den Leuten suchen, die so einen Mist glauben. Ne? Wenn jetzt jemand da unter das Video schreibt, es geht aber nur, wenn du irgendwie x Meter groß bist, ja, dass dann derjenige dann sagt, ja okay, wenn der das sagt, dann gebe ich jetzt sofort auf. Ne? Natürlich kann man dann auch sagen, okay, bist du auch wieder selber schuld, ne? Weil dann hast du es nicht hart genug gewollt. Aber letzten Endes ist für mich immer so, wie du schon gesagt hast, klar, den Dachziegel, das kann man vielleicht jetzt nicht immer, kann man vielleicht rein philosophisch nochmal auseinandernehmen, aber rein objektiv kannst du das nicht hundertprozentig beeinflussen. Aber ich sag schon, die Verantwortung dafür, welchen Output du in deinem Leben machst und was du dann auch wieder zurückbekommst, was du aussendest und was du anziehst, die liegt schon größtenteils bei dir. Größtenteils auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir sind eh alle privilegiert. Weißt du, wenn mir irgendjemand aus den indischen Slums erzählt, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie was aus meinem Leben zu machen, dann hat er eine viel größere, da ist da viel mehr hinter, als wenn mir das jemand erzählt, der in Deutschland lebt, der ein Dach über dem Kopf hat, der nicht hungern muss und der super großen Zugang zu Wissen hat. Ich meine, niemals in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, an Wissen zu kommen und dazu zu lernen und in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, mit denen man sich austauschen kann. Die Leute sind einfach faul, feige und haben einfach keine Werte mehr, nach denen sie leben. Die größten Teils. Ja, ich sag nicht jeder, aber einfach jemand, der mir erzählt, ja, ich kann hier keine Frauen kriegen, der zum Beispiel in Berlin lebt. Alter, 4 Millionen Menschen auf einem fucking Ballungsgebiet. Ich muss nur aus dem Haus gehen und muss einfach nur jede ansprechen, so lange, bis ich es drauf habe. War bei mir ja damals so. Ich habe 4 Monate lang nichts anderes gemacht, als rauszugehen und zu sagen, ich lerne diesen Scheiß jetzt. In den Büchern ist gestanden, das geht. Ich glaub's nicht, aber ich probiere es trotzdem. Rausgegangen und einfach alle angesprochen, die mir gefallen haben. Und am Ende, was ist rausgekommen? Irgendwann hatte ich Erfolg bei Frauen. Ja. Ja? Und jemand, der mir dann erzählt, ich könnte es nicht lernen, ist einfach nur zu feige, es zu machen, zu faul, es selber zu tun oder hat einfach nicht die richtigen Werte in seinem Leben. Ja. Naja. Also ich muss sagen, dass die größte Erkenntnis aus den letzten Jahren war für mich wirklich, Erfolg bedeutet, das weiterzumachen, was funktioniert und einfach das wegzulassen, was nicht funktioniert. Und dazu musst du natürlich Action taken. Ja. So, dann musst du halt dann irgendwie 100 Frauen oder so ansprechen und wenn du feststellst, so hey, bei 10 hat das und das, bei 10 habe ich eine Nummer bekommen, dann überlegen, was habe ich bei denen anders gemacht. Und dazu musst du erstmal rausgehen und dann kannst du anfangen zu filtern und kannst halt merken, so war vielleicht doch nicht so geil, ja mitten auf der Straße meinen Penis zu zeigen. Oder vielleicht doch, vielleicht war das ja der Key. Ja, möglicherweise. Ja. Ne, aber dann siehst du erst, okay, ich mach mal das mehr, ich mach mal das weniger. Aber vorher ist es halt alles irgendwie so Guesswork. Dann sitzt du mit deiner Kristallkugel zu Hause und überlegst dir mal so ein bisschen so, was könnte ich denn tun? Ja, dann, das ist auch das Problem von vielen, ne? Tu das, was funktioniert, lass weg, was nicht funktioniert und füge dein eigenes hinzu, ne? Bruce Lee hat selber schon gesagt. Ja. Genau, ja. Das heißt, im Endeffekt war für dich einfach dann, ich komme wieder ein bisschen näher, nicht, dass man mich nicht hören kann. Das war für dich dann im Endeffekt einfach wirklich so dieser Trigger, dass du gesagt hast, okay, du hast dich deswegen mit Pickup erstmal beschäftigt, ne, oder mit dieser ganzen Geschichte, weil du halt realisiert hast, okay, wenn ich mich verändere innerlich, nicht von anderen erwarte, dass sie sich verändern oder anders mit mir umgehen, wenn ich von innen heraus Veränderungen tätige, dann kriege ich auch andere Resultate. Du kannst dir das halt vorstellen wie eine Gleichung. Und die einzige Variable in dieser Gleichung, die du beeinflussen kannst, bist ja du selbst. Aber du kannst Variablen verändern und dann feststellen, so hey cool, es kommt was anderes raus. Ja. Und das war für mich wirklich so diese Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, so wow, cool. Und der größte Trigger, wie gesagt, war einfach so, hey, ich habe Bock darauf, Dinge zu machen, die einfach in diesem normalen Mindset nicht drin sind. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben, seit über 10 Jahren. Ich hab Bock darauf, Dinge zu machen, wie wenn ich jetzt die irgendwie einem random, normal Joe auf der Straße erzähle, der würde sagen, so, das ist doch ein Märchen, das funktioniert nicht. Und ich denke mir halt so, doch, ich hab's gemacht. Und das ist einfach ein unheimlich geiles Gefühl, diese Macht zu haben über sein eigenes Leben und über Umstände und nicht davon abhängig zu sein, was andere Menschen für Glaubenssätze haben. Ja, ja. Ich meine, eine Frage, die sich natürlich vielleicht auch der ein oder andere stellt, hängt von dir ab, ob du offen darüber sprechen willst, musst du nicht. Aber ich meine, du hast ja damals immer gesagt bekommen, so aus dir wird auf jeden Fall nichts, du wirst von Hartz IV leben. Ne? Sprichst du über Zahlen, was mittlerweile abgeht bei dir? Ich meine, ich weiß, du sprichst nicht darüber, wie du es machst, weil das weiterhin ein Geheimnis bleibt, aber... Ja, was heißt... Sag das mal so, in was war das, deine Oberstufenleiterin? Ne? Ja. In Oberstufenleitergehältern mal X. Das Lustige ist, ich habe damals schon etwa 2000 Euro oder so im Monat verdient, neben der Schule, mit den Partys und so, die ich gemacht habe. Aber ich habe halt irgendwie... Ich würde nicht sagen, dass ich nicht die Eier gehabt hätte, ihr das so ins Gesicht zu sagen, sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, ich mache mich jetzt gerade lächerlich, wenn ich das so zu ihr sage. Und das ist vielleicht noch ganz kurz. Meine Freundin, wir reden öfter darüber, meine Freundin sagt total oft zu mir so, ja, eigentlich solltest du mal auf so ein Klassentreffen gehen und solltest denen mal sagen, dass du in deinem Leben halt schon über 1 Million Euro verdient hast, jetzt
nicht im Monat oder so, sondern halt, sagen wir mal, insgesamt. Aber dann denke ich mir immer so, nee, ganz ehrlich, das ist nicht wert. Weil mein Gefühl heute ist nicht davon abhängig, ob ich Leuten, die vor 10 Jahren mal irgendwie in ihren scheiß Gedankengängen gefangen gewesen waren, dass ich jetzt da hingehe und da irgendwie meinen Pimmel auf den Tisch packe und sage, so sieht's aus. Ja, also, das muss nicht sein. Ja, nee, früher hätte man sich's vielleicht gewünscht. Ne? Also ich find's auch vollkommen legitim, dass man dieses Kopfkino einfach mal hat. Oder jetzt auch, es ist bis heute so. Ich finde, das ist total wichtig auch mal zu sagen. Auch Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich, du bist glücklicher mit deinem Leben. Das heißt nicht, dass es nicht mal Momente im Leben gibt, wo du dich scheiße fühlst. Und bei mir ist es definitiv so. Auch nach 10 Jahren Persönlichkeitsentwicklung gibt's mal Tage, wo ich mir irgendwie denke, so, boah, eigentlich fühle ich mich heute nicht gut. Und ich bin mir sicher, in deinem Leben ist es genauso. Also nee, Matteo geht jeden Tag super gut. Jeden Tag. Wir das müssen die Pilze sein, die mir immer jeden Tag den Proteinshake machen. Sackpulver. Egal. Nein, Scherz beiseite. Also das ist definitiv. Das ist weißt du, und eine Sache, über die ich auch in den Videos immer wieder mal spreche. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du dir das Video jetzt gerade anschaust, warum es so wichtig ist, mit wem du dich umgibst oder welche Inhalte du dir reinziehst. Ne? Du kannst dir so ein Video hier reinziehen und du kannst mit jemandem sprechen wie mit ihm. Ne? Und kannst dir dann überlegen, so, okay, was hat der Kerl alles geschafft, wo ihm gesagt wurde, das hat er nie im Leben vor sich oder das wird er niemals hinkriegen. Ne? Beispielsweise, um nochmal auf Zahlen, um das ein bisschen nicht auf Oberstufengehälter, sondern auf was anderes umzumünzen. Wir schlafen über 100 Nächte im Jahr in Suiten in 5-Sterne-Hotels. Und da hätte mir auch jeder irgendwie gesagt, so, dafür musst du irgendwie Fußballer sein in der ersten Bundesliga oder du musst irgendwie, keine Ahnung, Millionärssohn oder sowas sein. Um das zu machen. Und nein, wir tun es einfach. Ach so, genau. Wenn ich jetzt so überlege, so, bist du in einer reichen Familie aufgewachsen? Nein, absolut nicht. Ist ganz lustig. Hast du es doch bestimmt von Anfang an schon gehabt, ja? Nein, ist nicht so. Ist eine Story, die bis heute, wo ich bis heute immer noch so ein bisschen mir denke, so, boah, das war einfach ein scheiß Erlebnis, war. Ich habe ja Geld nebenbei irgendwie verdient und mit 18, 19 oder so habe ich so zwischen 500 und 1000 Euro im Monat verdient. Und das ist eigentlich nicht viel. Man muss dazu sagen, ich war komplett selbstständig. Das war passives Einkommen. Und für mich, so im Nachhinein muss ich sagen, war doch eine reife Leistung, irgendwie mit 18 einfach passives Einkommen aus seinem eigenen Unternehmen zu ziehen. Und ich weiß noch, meine Eltern sind mir immer mega damit auf den Sack gegangen, so von wegen, Junge, du musst endlich Führerschein machen. Und dann habe ich aber damals, dann lief es halt mal besser, nicht so schlechter im Geschäft, dann habe ich zu meiner Mutter immer gesagt, so, boah, nee, das kann ich mir nicht leisten. So, ich hatte andere Prioritäten. Ich meine, wenn heute einer zu mir sagt, kann ich mir nicht leisten, dann sage ich mir, Du hast, es ist nicht so, dass du kein Geld hast, du hast andere Prioritäten. Für mich war Priorität halt, ich wollte jeden Tag in der Mittagspause in der Schule lieber irgendwo in der Stadt essen gehen, anstatt Geld zur Seite zu legen. Aber egal, so. Und ich habe immer gesagt, so, ja, kann ich mir nicht leisten. Und meine Eltern dann irgendwie so von wegen so, ja, das natürlich würden wir dich unterstützen, bla 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 bla. So. Und dann bin ich irgendwann zur Fahrschule gegangen, wollte mich anmelden und habe dann also die ganzen Unterlagen mitgenommen und so, bin nach Hause gekommen, war mega hyped, habe mich richtig gefreut, meiner Mutter jetzt zu erzählen. Ich war so richtig so voller Positiv, Mama, jetzt geht's endlich los und so. Ne? Und sie guckte irgendwie so von ihrem Laptop oder so auf und hat gesagt, ja, und wer soll das bezahlen? Und ich so, ja, du hast doch gesagt, so, nein. Und dann ist es in so eine ganz komische Situation gekippt, dass sie dann angefangen hat, mir irgendwie vorzuwerfen, dass ich nicht genug nebenbei verdienen würde. Also ich habe ja irgendwie so, keine Ahnung, so 5, 6, 700 Euro im Monat neben der Schule verdient, was doch gutes Geld war, auf jeden Fall. Also heute mit Abstand so, hey cool, passives Einkommen, eigenes Unternehmen, neben der Schule, während deine Stufenleiterin dir den ganzen Tag erzählt, du bist Dreck, war jetzt nicht ganz so schlecht. Aber ich weiß, dann ist die Stimmung halt einfach. Und wahrscheinlich hatte sie einfach einen schlechten Tag oder sowas. Und es ist ja auch nur menschlich, dass halt nicht jeder immer einen guten Tag hat. So, ne? Es ist ja auch oft so, ich weiß nicht, wir glauben halt so, oh, andere Menschen wollen uns gerade was Schlechtes, aber in Wirklichkeit sind die halt einfach nicht perfekt. Ja. So wie wir auch in einer Millionensituation nicht perfekt waren. Und dann ist es irgendwie so gelaufen, dass ich irgendwie bis nach Mitternacht mit meiner Mutter darüber diskutiert habe und in der Position war, mich zu rechtfertigen, wie es überhaupt sein kann, dass ich es wage, neben der Schule irgendwie nur 500, 600 Euro oder so im Monat zu verdienen und was für eine Schande das doch ist und whatever. Und das wollte ich nur mal kurz so anreißen, weil total oft kriege ich ja auch gehört, so, ja, du hast das Geld, ja. Dir geht's ja gut, du weißt ja gar nicht, wie es ist. Und ja, mit Sicherheit weiß ich nicht, wie es ist, irgendwie in einem indischen Slum aufzuwachsen, wo dein einziger Freund eine Papiertüte ist. Aber ich weiß halt schon, wie es ist, wenn du für Sachen arbeiten musst. Und ich weiß halt schon auch, wie das Leben war, bevor ich 100 Nächte im Jahr in 5-Sterne-Hotels geschlafen habe. Oder durch die Welt gereist bin in der Business Class oder am Flughafen mich in der Lounge besoffen habe oder so etwas. Oder Buddies mal eben kurz auf Koh Samui besucht hast. Ja, richtig. Ja. Oder einfach auch so dieses, dass man irgendwie gerade in Frankfurt chillt und ein Kollege ruft an und sagt, heute Abend ist meine Party in Berlin, kommst du vorbei? Und du denkst dir so, ja, why not? So, das ist ein Leben, von dem früher andere gesagt, so Normal Joe da draußen sagen würde, nein, das geht nicht.
Da bist du so ein Hollywood-Celebrity. Nein, du bist ein fucking Koh Samui-Celebrity. Mhm. Ja. Und das ist... Genau, warte. Ich übernehme das, ja. Und das ist eben, was ich vorhin eigentlich auch sagen wollte, beziehungsweise worauf ich vorhin raus wollte mit dieser ganzen Aussage. Du kannst dir halt vorstellen, warum ich dann auch in den Videos immer wieder sage, es ist so wichtig, mit wem du dich umgibst. Und es ist so wichtig, wem du zuhörst. Und warum ich auch immer wieder in den Videos sage, Leute, die einfach nur irgendwas Negatives zu sagen haben oder die nur irgendwie andere disablen wollen, die sagen wollen, ja, aber das geht so gar nicht oder der simplifiziert hier einfach oder so, die sollen sich von meinen Videos ernsthaft verpissen. Weil ich möchte einfach, dass die, die wirklich an sich arbeiten wollen und die, die wirklich was in ihrem Leben verbessern möchten, dass die auch die Chance bekommen und dass die auch gerne einfach mal umsetzen können, was ich in meinen Videos weitergebe, anstatt dass irgendein Vollidiot, der immer noch in seinem Opferdenken festhängt, darunter schreibt, ja, nein, das geht aber nicht, weil du bist zu klein für Frauen oder du bist nicht muskulös genug oder sonst irgendwas. Heute bin ich vielleicht auch in einer anderen Situation, aber ich habe auch, wo ich angefangen habe, überhaupt mal mich mit der ganzen Sache zu befassen und anzufangen, Frauen anzusprechen oder auf Frauen zuzugehen, die weit außerhalb meiner Liga waren, habe ich kaum Muskulatur gehabt, die sichtbar war. Ich war deutlich fetter. Ich hatte schiefe, krumme Zähne, ja, die drei waren hier noch zum Reinstecken, weil ich die im Kickboxen verloren hatte. Und es hat trotzdem funktioniert. Ja. Es hat funktioniert, weil ich mir das Ganze erarbeitet habe. Und genau das ist der Grund, warum ich auch Sam heute jetzt hier in dem Video dabei haben wollte. Einfach, es ist verdammt wichtig, wem du zuhörst. Ja. Und nicht jede Meinung sollte gehört werden. Ja. Ich meine, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Ne. Nicht auf meinem Kanal, hier bin ich aber der Diktator. Aber letzten Endes... Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, aber dein Recht ist es, nicht auf jede verdammte Meinung zu hören, sondern immer, wenn jemand was sagt, erstmal zu schauen, wo steht dieser Typ überhaupt im Leben? Hat er überhaupt das Recht, mir irgendwie zu erzählen, wie es läuft? Hat er überhaupt die Position, mir zu sagen, ja, du kannst aber keine Frauen kriegen, weil XY? Hat er es überhaupt schon versucht? Wenn nein, soll er sein Maul halten und soll dir nicht auf den Sack gehen, sondern du hast genauso wie er oder auch ich selber in der Hand, zumindest 90% deines Lebens selber in der Hand. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, du hast schon gesagt, ne? Oder Ziegelstein, der runterfällt. Krebserkrankung, für die du nichts kannst, weil du genetisch prädispositioniert bist oder sowas. Das, klar, das ist schlimm. Aber fast alles andere kannst du selber in die Hand nehmen. Kannst selber sagen, okay, wo ist mein eigener Einflussbereich? Wo ist meine Verantwortung dabei? Wie kann ich das Ganze verändern? Und wenn du das tust und wenn du nicht auf die Leute hörst, die dir von vornherein sagen, es wird nicht funktionieren, dann kannst du es auch haben. Ja? Dann ist es völlig egal, ob es dann darum geht, dass du mehr als 1 Million verdienst, wenn dir irgendjemand gesagt hat, immer, aus dir wird nichts, du wirst ein Harzer. Oder ob es darum geht, dass du wirklich mit genau den Frauen in der Kiste landest, die du immer wolltest, auch wenn deine Kumpels sagen, dafür bist du aber zu klein oder du siehst nicht gut genug oder irgendwelche anderen Typen das behaupten. Oder ob du mit deiner Traumfrau zusammenkommst, obwohl du vielleicht von Anfang an erstmal gedacht hast, die wirst du niemals kriegen. Und das ist eben genau das, was ich dir auch immer wieder vermitteln möchte. Und das ist auch das, was du perfekt als Beispiel wirklich lebst. Ja? Deswegen auch danke, dass du hier dabei warst. Sein Kanal, Sam Feuerstein. Sam Feuerstein ist ganz einfach. Genau, so wie Fred Feuerstein, nur Sam Feuerstein auf YouTube einfach eingeben. Kannst du dir jederzeit reinziehen. Ne? Er lässt da hauptsächlich seine Videos raus, wie er um die Welt chattet. Und ja, genauso kommt jetzt auch mein schamloser Pitch. Ne? Wenn du einfach jemand bist, der an so einer Situation steht, dass er sagt, hey, ich habe einfach gerade noch nicht die Frauen in meinem Leben, die ich wirklich will, oder ich habe noch nicht die Frau, die ich mir an meiner Seite wünsche. Und wenn du einfach nicht die Resultate hast in deinem Liebes- und Datingleben, ja, dann kannst du gerne hier oben auf dieses i, was wir hier einblenden, klicken. Oder du kannst hier unter dem Video in den Beschreibungstext klicken, wo wir auch deinen Kanal nochmal verlinken werden. Und kannst dort in dem anderen Link, ja, der dich dahin führt zu meiner Seite, kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Ne? Zumindest wenn du ready bist, wenn du es wirklich willst, wenn du Veränderung willst. Ja? Wenn du eine Pussy bist und weiter in deiner Situation bleiben willst, dann brauchst du da gar nicht erst hinzukommen. Ja? Mit so Leuten will ich sowieso nicht zusammenarbeiten und mit so Leuten will ich auch gar nicht reden. Aber wenn du ready bist und wirklich was verändern willst, kannst du gerne hier oben klicken oder kannst dort unten klicken und kannst dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, wo wir darüber sprechen werden, wie wir dich ebenfalls dorthin bringen, dass du genau den Erfolg bei den Frauen hast, die du wirklich willst. Und unabhängig davon, ob du das tun wirst oder nicht, hoffe ich, dass du wahnsinnig viel davon mitgenommen hast, von Sams Erzählungen, von seiner Einstellung, von seinem Mindset, weil es einfach zeigt, dass Limits nicht dazu da sind, um zu sagen, okay, dann war's das jetzt, sondern Limits sind dazu da, um überwunden zu werden. Und das ist auch das, was wir dir weitergeben wollten. Also in dem Fall, check seinen Kanal aus, ja, wenn du ready bist dafür, klick aufs i oder klick hier unten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Alright. Ciao. Super. Thanks, buddy. Nicht die Explosion vergessen. Bam.